Knapp zwei Wochen saßen Flüchtlinge wegen der Corona-Krise auf dem deutschen Rettungsschiff Alan Kurdi im Mittelmeer fest. Nun nimmt sie vor der Küste von Palermo vorerst ein größeres italienisches Schiff auf. Italien hat wegen der Coronavirus-Pandemie alle Häfen geschlossen, auch für Schiffe mit aus Seenot geretteten Flüchtlingen. Die Entscheidung wird von Seenotrettungsorganisationen heftig kritisiert. Die Lage auf der Alan Kurdi sei seit Tagen untragbar gewesen, heißt es von der Hilfsorganisation CI. Die rund 150 Flüchtlinge an Bord wurden nun vom Roten Kreuz vorerst auf der größeren Fähre untergebracht. Dort sollen sie 14 Tage in Quarantäne bleiben. Wie es später für sie weitergeht, ist allerdings noch unklar.